Jo, hi, zurück zu Deathloop. Ich weiß gar nicht, wo hier die Juliana ist. Quatsch, uns gar nicht voll. Okay, auf jeden Fall wollen wir bei Harriet nochmal die gute, ja, wie soll ich sagen, die eine Nexus-Tafel abholen. Also abholen ist immer so leicht gesagt. Wir fahren, gehen da jetzt mal hin. Oh, noch jemand? Unser erster Tag des Chaos ist angebrochen. Mhm. Ich werde gleich die Eröffnungszeremonie in Halle 2 abhalten. Mit einem besonderen Gast. Sind irgendwie die Typen drin oder was? Down. Ja, gut so. Sterb endlich! Ist ja alles gut. Ich nehme dir die Flanke vor! Hallo? Gut. Ah, oh, jetzt habe ich schon wieder was abgekriegt, der Vogel. Ich gehe andersrum. Okay. Komm herum! So, ich wollte eigentlich zu Dingens gegen hin. Wo ist sie denn? Hat da noch jemand? Nee. Wir können natürlich straight dahin laufen, wenn wir wollen. Wir können natürlich auch vorher noch ein bisschen irgendwie was wegballern. Aber klar. Und außerdem hier für mich nicht so gut. Oh, okay. Okay, Antenne gehackt. Na komm, ah, sehr schön. Muni leer! Vorsicht! Blöde Kuh. Na gut. Wo zum Teufel? Hier rein, oder? Okay, da kann man auch raus. Das ist ja geil. Arschloch. Wehe, du bist wieder in dein elendes Versteck zurückgerannt. Jawohl, bin ich. Bist immer noch auf dem Dach da oben. War da jemand? Oh, Degi. Was zum... Mist, muss nachladen. Diese kleine blöde Kuh, ey. Fast schon wieder da. Ja, das stimmt. Ist es dann die Möglichkeit? Ey, ich kann's fast nicht glauben. Mir geht's gut genug. Jetzt will ich aber die blöde Kuh da oben runterballern. Kann es denn sein? Na gut. Ich mal richtig gekniffen, die Dame. Noch töten! I don't know. Da war was. Hä? Hm. Aller guten Kids sind drei! Ah!
Wo ist denn blöde Kuh? Junge. Die mich hier komplett weggeballert, ey, ich werde wahnsinnig. Na gut, vielleicht schaffen wir es ja trotzdem noch. Alter, der Typ immer. Du Splitty. Magazin ist voll. Das. Haben wir hier mittlerweile einen Code für? Ich weiß nicht, wann ich den mal finden werde. Außer Nägel haben wir hier nichts, ne? Ich würde gerne in die Fitzi-Flasche reinkommen, na gut. Erstmal nicht. Ich bräuchte mal irgendwie ein paar Fitzis. Haben wir welche da drüben irgendwo, oder? Ammo, Ammo? Oh.
Alter, du musst mal drauf gehen jetzt. Sag ich. So, das sollte ja wohl mal reichen. Blöde Kuh. So, jetzt wollen wir uns doch mal irgendwie rein beamen. Keine Ahnung. Ein paar Mal schon noch. So, wir wollen uns ja eigentlich drüben reinschleichen, oder? Ist das so? Genau pünktlich zur Show. Heute ist unser erster Tag. Nicht nur des Loops, sondern der erste Tag unserer Reise. Endlich! Unsere spirituelle Reise. Na los, Harriet! Ich bin bereit! Gib's mir! Es muss wehtun! Zwei verschlungene Wege führen uns zum großen Jenseits. Ich spüre den Schmerz! Einer zeigt sich an Tagen des Chaos, der andere an Tagen des Friedens. Tag sollten wir unseren Fokus wechseln. Ich bin so verdammt bereit! Gib's mir! Jetzt! Jetzt! Yes. Was? Was ist los? Suche
Harriet, nicht aufhören! Fragt euch vielleicht, wie wir unseren ersten Harriet, was soll das? Feiern wollen. Ich krieg keine Luft. Amador, was passiert hier? Der Maskenmacher will sich seiner größten Angst stellen. Bitte, mach was. Aber darum nicht aufhören. Ich hier. Er ist hier, weil ich ihn richtig leiden lassen will. Oh, das ist ja nett. Und dafür schäme ich mich nicht. Beim Tag des Chaos geht es darum, was machst du denn? Ich esse dich, Harriet! Wenn nicht, werdet ihr leiden. Mach schneller, bitte! Auch ich habe gelitten. Ah, schon wie Amador, gerade jetzt. Oh, ja. Ja. Die zweitsichtige Göttlichkeit bedeutet im Glauben an ein Ende des Lebens. Das große Jenseits. Ich habe es gesehen! Nach dem Absturz war ich die Einzige, die überlebte. Ich wurde wiedergeboren, um euch den Weg zu zeigen. Das war nicht nett. Amador wird wiedergeboren, wie ihr alle. Das ist mein größtes Geschenk an euch. Gepriesen sei der Loop. Nun begrüßt das Chaos! Okay, kranke Show, würde ich sagen. Man müsste uns nur helfen lassen. Ich habe ja keinen. Tja. An mir kommst du nicht vorbei. Knack. Was ist ein Affe? Ich auch. Zeig dich noch einmal. Er kommt mir nicht. Was ist los? Wo bist du, Colt? Du siehst die Grenze erst, wenn du sie überschreitest. Das war ganz lustig. Die Bezeichnung Todeskult ist irreführend. Das Töten passiert schließlich nur jeden zweiten Tag. Keine Angst. Vielleicht, wenn sie mich nicht sieht, kommt man da ganz gut durch, oder? Kein Glauben, keine Prinzipien, kein Charakter. Reinste Zeitverschwendung. Ist da jemand?
Ich glaube, wir müssen da oben rein. Vorher aber die Sachen irgendwie hacken, oder? Denke ich mal. Zu früh für Frieden. Vorsicht. Scheiß drauf. Wieso kann man denn die nicht hacken? Hätte ich jetzt gedacht. Was? Hab ich gewonnen? Ja. Scheiße, kann man nicht hacken, ne? Oder? Komme ich da rüber? Über das Flugzeug, oder? Ich glaube, da reicht mein Zeug nicht aus, oder? Ist nicht gesehen werden. Wir werden dich schon finden. Wir haben alle Zeit der Welt. Die ist blockiert, aber da käme ich ja rüber, ne? Wehre dich nicht. Lass es einfach zu. Es gibt kein Ende im Kreislauf. Das ist jetzt irgendwie blöd hier runter. Schütz den Loop. Der Loop ist dein Leben. Wie kommt man jetzt da wieder rauf? Das ist jetzt doof. Richtig blöd. Shit, das war völlig überflüssig. Wir haben alle Zeit der Welt. Keine Angst. Der Loop hat dich. Keine Angst. Ja, keine Idee, wie man da jetzt durchkommen soll. Aber ich kann eigentlich ja nur unten durch. Das war ganz lustig. Kein Glauben, keine Prinzipien, kein Karsch. Kann er jetzt die nicht wegballern, ne? Hier kommt man nicht durch. Oder? Nö. Ach komm.
Also wir können eigentlich nur unten mit der Kurbel wieder das Ding aufmachen. So funktioniert es ja eigentlich auch normalerweise. Alter. Wie habe ich das jetzt gemacht? Wie ist sie denn draufgegangen? Wo ich das Gas da reingelassen habe? Okay. Wieder runter, ne? Achso, ich will natürlich den Nexus mitnehmen. So, das heißt, wir hauen jetzt mit dieser nicen Knarre, die halt auch Gas freigibt, hauen wir ab. Die ist natürlich fresh. Und die bringen wir in den nächsten Loop rein, oder was? So, kommen wir. Ich weiß nicht, ob wir jetzt da unten noch an unser Zeug rankommen. Okay. Cool. Okay. Der ist irgendwie voll drauf gegangen. Na gut, aber wir haben jetzt auf jeden Fall die Knarre, die ein bisschen die nicen Giftgas-Dinger rausschmeißt. Und das ist ja auch in Ordnung. Nexus haben wir auch. Also hauen wir ab, oder? Achso, wollen wir hier drüben noch rein? Hat jetzt nichts gebracht eigentlich, oder?
Nö, wir hauen ab. Ja, da wollte ich nicht hin, sondern wir wollen ja eigentlich hier runter. So, let's go. Hier durch. Und raus. Oh, dreimal drauf gehen. Okay, sehr nice. Wieder ein bisschen was rausgekriegt und eine nice Knarre, weil die erzeugt ja Giftgas hier, ne? Giftiger Nebel, kugelsetzbar, aufprall, giftgasfrei. Also damit kann man sie, gibt es ja eine Trophy für, kann man sie wegballern. Die wollen wir uns gleich mal gönnen hier. So, das ist gut. Okay, also mehr machen wir dann beim nächsten Mal, okay? Bis dann, ciao.